Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fernbus-Simulator. Rexifer hat sich das ja gewünscht und deswegen mache ich es nur. Also, das wird tatsächlich mehr sein, weil ich noch was anderes vor. Kleine Runde von Kassel nach Paderborn, weil wir ja wissen, normal spiele ich das nicht mehr so viel. Egal. Jo, guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone hier sieht doch aus wie neu. Brauchst du es noch? Könnte ich wirklich gut bei eBay.de verkaufen. eBay. Manchmal glaube ich wirklich... So. Auktionssteuer. Das ist... Bitte zahlen, die uns... Linke bis nach ganz links. Bis nach ganz rechts. Beschleuniger. Bremse. Bestätigen, ich kann es rüberfallen, something. Ah, ich da noch voll in den Dreck, der für den Klinker richten. Retarder. Tempomat. So. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Das ist nur, was ich immer hier wissen. Hä? Ich kauf uns beide. Ja. Thank you.
Webseite verlinke ich euch natürlich wieder in der immer schön in der roten Ampel halten. Person ein und ja, wo hab ich was vergessen oder ist schon zu... Ach, die wollen nicht. Und bitte? Ach, ich brauche keine Hilfe, danke. Hm? Ich nehme dann den nächsten Bus. Okay. So, jetzt machen wir die Tür schön zu. Ich dachte, hier gibt es WLAN. WLAN-Freigabe. So, noch alles anmachen. So. So. Das ist auch für dieses Jahr das letzte Video. Also ich werde auch nächstes Jahr... Wie soll man sagen? Pause machen. So ein Monat ungefähr. Also kommt erst am... Ich guck mal, wie ich Zeit habe. Schule und so, aber ich werde auch auf jeden Fall nächstes Jahr mal so ein, zwei Monate Pause machen, also das ist euch schon bewusst. Da kommt gar kein Video oder ein, zwei Videos, ne. Da kommt keins, weil ich muss ja auch Sachen vorbereiten und
so und ja. Aber wir wissen halt nicht, wie lange die Spedition MBS noch hält, aber wir suchen aktuell noch Fahrer, damit wir uns länger halten, natürlich. Und das ist auch wegen der Pandemie und so, deswegen gibt es auch mehrere Aufträge bei mir. Also in unserer Spedition kommen halt Aufträge jeden Tag und ja. Also jeder, also wir müssen die halt abholen und transportieren immer. Hast du denn den Führerschein gemacht? Eigentlich. Wir müssen die transportieren, die da sind, damit wir halt auch Gehalt kriegen und so. Okay, wir machen es anders. Das macht ihr bitte nicht nach. Das ist, finde ich, sehr gefährlich. Was war das denn? Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Hey, das war ein Blitzer! Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Tipp fürs Internet? Schaut's doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Marketing. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Ja, dann müssen die halt wieder aussteigen und nach einer Stelle. Ja. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Und ja. Ich weiß, es kommt erst jetzt abends, aber egal. Eigentlich sollte es ja um 4 schon kommen, also um 16 Uhr. Aber ich habe mich entschieden, so noch vor dem neuen Jahr, also vor Feuerwerk, noch so ein Video zu machen. Und Lexify hat sich es ja auch gewünscht und deswegen mache ich es ja auch jetzt für ihn. Euch anderen halt. Ich werde EP Master und Rexify auch wieder fällen.
wir freuen uns über jeden, der sich bewirbt. Also, ja. Ich tue auch, ich tue halt gucken, wenn die so Probezeit haben und so. Da habt ihr auch eine Probefahrt und so, die ihr fährt. Und die übernehme ich immer. Oder halt ein anderer, also ein Geschäftsführer. Ich bin ja auch quasi fast Geschäftsführer, aber ich bin Ausbilder. Ja. Und wir haben auch Speditionsziele, also ja. Gleich kippt der Bus noch um! Ja, aber das solltet ihr auch besser nicht nachmachen, so nah am Bordstein oder wie man das nennt, das Grau da. Ja, und das Video ist halt das einzige. Hey, das war ein Blitzer! Also für dieses Jahr ist es das letzte und ich will halt sagen, rasen Sie eigentlich immer so? Manchmal. So, glaube ich für euch. Könnten Sie bitte etwas heizen? Nö, für den 1 Kilometer heize ich nicht mehr. Das lohnt sich gar nicht. Außerdem wird er gar nicht so schnell warm. So, da sind wir auch. Das ist der Paderborn. So, und das war's auch mal wieder mit dem Video. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja. Dann bis zum nächsten Mal.